In Mission Impossible Fallout soll Agent Ethan Hunt einen neuen Auftrag ausführen, scheitert dabei jedoch fatal. Deshalb schickt die CIA Agent August Walker zur Unterstützung, was Ethan aber wiederum gar nicht gefällt. Wir müssen das allein durchziehen. Wenn sie untertauchen, ist er autorisiert, sie zu töten. So läuft der Job. Entstellt sie! Keine Bewegung! Nichts für ungut. Benji, hol den Wagen. Wenn die Uhr stehen bleibt, wird Ethan Hunt jeden verlieren, der ihm jemals wichtig war. Run for your life. Und so befinden sich Ethan und sein Team ab sofort in einem Wettlauf gegen die Zeit. Verkörpert wird der Top-Agent natürlich einmal mehr von Action-Veteran Tom Cruise, der erneut sein eigener Stuntman war und Grenzen überschritt. Denn das Drehen einer Verfolgungsjagd mit Hubschraubern war besonders gefährlich. So sehr, dass kein Land eine Drehbewilligung geben wollte, bis auf Neuseeland. Sie haben uns erlaubt, unser Ding durchzuziehen und die Kameras so zu platzieren, wie wir es wollten. Zudem hatten wir großartige Trainer, die uns bestens vorbereiteten. Neuseeland hatte einfach die Eier, uns machen zu lassen, und dafür sind wir sehr dankbar. Und so spektakulär sieht das dann im fertigen Film aus. Showtime. Unsere Prognose lautet: Mission Impossible Fallout wird dem Publikum abermals eine spannende Geschichte, innovative und verrückte Actionszenen sowie Verfolgungsjagden bieten, die man so noch nie gesehen hat. Das gibt 4 von 5 Schirmchen.